etwa hier in der Öffentlichkeit. Ja. Also haben sie die richtige. Ich bin nämlich zufälligerweise YouTuberin. Sappel doch nicht so eine Scheiße an, geh einfach weiter. Auf was Anständiges, Frau. Oha, das sage ich der Polizei. Hier, Pepsi Light. Da stehen extra einzelne Flaschen. Oh. Ist das kleine Kind zu klein? Oh oh, die Polizei kommt schon. Habe ich schon erwähnt, dass ich schon wieder Hunger habe? Darf man nicht. Willst du das mit ins Kino nehmen oder was? Ja. Ernsthaft? Ich habe eine Reisetasche. Nein, ich mache mir mal einen Fahrrad. Und nee, ich darf nicht so viel. Ja, Finger weg. Finger weg. Hier darf nur ich was mitnehmen. Finger weg. Oh, toll. Was? Die Dose da unten. Billig für 69 Cent. Hast du so einen Deckel dabei? Nein, das macht man nicht. Das darf man nicht, das ist Diebstahl. Schneide ich alles raus. Meine Frau ist Polska. Ich habe einen neuen Setzerträger drin. Guck mal, Kaffee ist vorher geworden. 289 und 269. Das hat vorher 279 gekostet, glaube ich. Nee, 269. Aber wir haben kaum noch welchen. Ja, kaufen wir doch nicht, nur zu teuer. So, was kann man mal wieder trinken. Was ist das? Kinderbier. Genau. Das möchte Baby Ben heute noch. Ich koche Brei. Ja, aber das brauchen wir trotzdem mal. Das finde ich richtig scheiße, ne? Wieso? Er kriegt doch das, was du gekocht hast, als erstes. Aber du kochst doch nicht jeden Tag, oder? Das wollte ich jetzt. Ja? Okay, dann stelle ich das für die Notreserve hin, falls du nochmal die Treppe runterfällst. Und dir ernsthaft was tust. Dankeschön. Bitteschön. Steht ja anscheinend jeden zweiten Tag bei uns. Was, dass du nicht laufen kann? Kannst du bitte den, ne, den Sechserträger da auch draufstellen? Mal dich in deinen Einkauf. Hallo. Das war's. Ja, und das war's. Genau. Thank you.
Du darfst es bezahlen. Mit meiner Brieftasche. Und dann fühle ich mich nicht so schlecht. Gehen Sie vor, junge Dame. Gehen Sie vor, gehen Sie vor. Gehen Sie weiter. Gibt's nichts zu sehen. Wer trinkt denn um die Uhrzeit schon? Wir haben da so Möbel gebaut aus Bierkästen und Paletten. Ja. Ey, dann filmen wir, gibt mir auf die Nerven. Ja. Wir sind wieder zu Hause. Und damit alle sehen, ich bin umgezogen. Da hat meine Frau früher mal drüber gemeckert. Jetzt wird gemeckert, dass ich einen Tanktop anhabe. Nicht von und mir. Und stellt euch mal vor, ich habe davon ganz viele. Nee, du hast mal eins. Es war eigentlich mal weiß. Genau, es war mal weiß, es ist grau. Und an Armen ist es auch so und so gelblich. Nee, die Arme haben wir abgeschnitten, weil es schon so gelblich farbt. So, was haben wir denn alles gekauft bei Netto? Oder besser gesagt, du? Ich habe gar nichts gekauft. Was ihr auch alles bezahlt. Gesehen habt. Moment, du hast bezahlt mit meinem Geld. Da meins auch deins ist, ist doch alles. Jetzt klar. Auf einmal, ne? Ja, wo mein Geld alles, klar. So, Frau, was haben wir da jetzt gekauft bei Netto? Ja, zeig doch. Nee, mach du da mal bitte, ich film dich. Ich schneide doch gerade Zwiebeln. Ja, da kannst du kurz Pause mitmachen. Nee. Ich schneide die dann auch für dich. Schwöre. Hm. Wir haben gekauft. Erstmal ein Sechserträger. Hier, Malzbier. Und ein Sechserträger. Eistee ohne Zucker. Den habe ich gleich im Firmenwagen gelassen, weil da werde ich ja schlabbi. Popcorn habe ich gekauft, weil ich gehe heute ins Kino. Die will verbotenerweise Sachen mit reinschmuggeln. Na und? Gebt mal einen Daumen. Gebt mal Hashtag Niki ist böse in die Kommentare. Genau. Vorher hat Mehrkornbrötchen zum Aufbacken. Die sollte sie mir lieber machen. Nee, sonst werde ich sie bei der Polizei verpetzen. Oder beim Cinemax. Oder anderem Kino, keine Ahnung, wo die hingehen. Ich ja leider nicht. Wie schon erwähnt wurde. Liebling! Sehr gut. Haben wir Rinderhackfleisch. Bunte Nudeln. Aua, mir wird gegen den Fuß gefahren. Sahne zum Kochen. Ich krieg Hunger. Ein Portemonnaie mit nichts drin. Immerhin hat es mal mitgehabt. Für meine Mama habe ich Erdnüsse gekauft. Dann zweimal so Cola und Zucker zum Mitnehmen ins Kino. Salz. Mein Mann hat ein Gemüse-Spaghetti mit Pute-Brei geholt. Obwohl ich ja heute gekocht habe, ne? Ja, ich dachte mir halt, irgendwann fällt sie nochmal die Treppe runter. Aber das habt ihr ja schon gesehen. Ich wollte gerade sagen, den Witz, der erreicht einmal. Doppelt hält besser. Dann habe ich gehackte Tomaten gekauft, damit mache ich die Bolognese-Soße. Und noch eine Mezzo mixen mit, die trinke ich jetzt. Und jetzt geht's weiter. Und was haben wir ausgegeben? Weiß ich nicht mehr, 13 Euro oder so. Wir werden noch. Sie hat mit meinem Portemonnaie bezahlt, deswegen weiß ich es nicht mehr. Nee, weil wir noch Dings ausgegeben haben. Eigentlich 18. Ja. Irgendwie sowas. Gut. So. Oh, wenn euch das gefallen hat, Niki auch mal beim Einkaufen zu sehen und nicht nur den Haul selbst, dann schreibt da gerne mal was zu in den Kommentaren. Dann werde ich mich dazu bereit erklären, sie zu filmen, während sie einkauft. Egal mir wo. Mir ist es nämlich voll peinlich, so zu filmen eigentlich, ne? Und mir ist es ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Oder auch Hose wie Jacke. Nimm bitte das Messer weg. Nein, also Koya hat da nicht solche Probleme. Die Leute würden auch Koya nie doof angucken oder so, weil die ich alle... Ich habe gar kein Schamgefühl, das ist das Problem. Sonst wäre ich nicht mit dir verheiratet. Alles Gute zum Valentinstag. Heute ist Valentinstag. Valentinstag. So, aber schreibt es wirklich in die Kommentare, dann werden wir das öfter machen.
Und ja, wenn ihr das interessant fandet, ich würde es auch gerne noch ausbauen, dass ich sie ein bisschen mehr filme beim Einkaufen und werde das auch dementsprechend vorbereiten. Aber sie war genervt, was für mich kein Hindernis ist. Aber ich kam gerade von der Arbeit und hatte auch nur das Handy mit. So. Wir haben nur viele Sachen gekauft. Und wir haben so gut wie nichts gekauft, aber da ich ja ein verfressener Sack bin, hält das eh nicht lange, sondern nur für eine Mahlzeit quasi Modo. Und deswegen schreibt es gerne, wie schon gesagt, in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Möchtest du auch noch etwas sagen? Nein. Frau, möchtest du vielleicht sagen, tschüss meine Freunde? Nein. Möchtest du dich vielleicht mal verabschieden? Tschüss. Du musst hier überhaupt reingucken. Nee, hier irgendwo. Ach so. Ja. Tschüss.